Moinsen Palmarillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Play und ich müsste eigentlich Sprengladungen herstellen. Komme ich da hinten irgendwie runter? Da ist so eine Rutsche. Moment mal. Da hinten ist eine Kiste drin. Hier finde ich mal Zeug. Was zur Hölle ist das hier? Ah, hier geht's in die Mine, da will ich aber noch nicht rein. Ich will erst unten in die Höhle rein. Oh, bitte lass ein Teil vom Compoundbogen hier drin sein. Bitte. Bogen freigeschaltet. Wie geil ist das denn? Wir haben den Compoundbogen, Leute. Wir haben ihn. Zack. So, nehmen wir die Flasche mit. Das knacken wir hier noch. Boah, hier gibt's, ist ja eine richtige Goldgrube, diese Mine hier. So. Das kann ich nicht öffnen. Komme ich jetzt hier nicht wieder hoch? Wie kam ich denn hier rein? Warte mal, hier komme ich doch hoch. Mit der Flasche im Gepäck. Bevor ich hier weitermache, will ich jetzt erstmal nach unten kommen. Brennbare Barriere. Ach, vielleicht sollte ich erstmal einen Molotow-Cocktail draus machen. Ich muss da irgendwie vorbei. Vielleicht brennt es. Der ist auch tot. Eine Kiste! Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Weiß ich nicht. Was fragst du mich das denn? Ich spiele doch hier nur. So, ein paar Pilze. Hier ist ein Schrank. Boah, hier wird man richtig belohnt fürs Spielen. Das finde ich cool. Das ist echt cool gemacht. Gift. Noch ein sowjetisches Schild. Ein bisschen russisch. Zieh das mal auf. Pfeile sind voll. Was ist mit dem Stück Boden hier? Ach du Scheiße, wie sieht denn das hier aus? Warum ist hier so ein Teil? Kann ich das kaputt schießen vielleicht? Nein. Kann ich es kaputt sprengen vielleicht? Nein. Was ist mit der Tür da hinten? Yep. Das kriege ich auch auf. Zeug, jede Menge Zeug. Aber warte, da brauche ich einen Molotow-Cocktail für. Dann kriege ich aber mit hier so einer Sprengladung die Tür unten nicht auf.
Okay. Eifriger Lerner. Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Ja, der Arme. Was mache ich nur mit dem Ding da hinten? Da hinten muss ich hin? Ich denke, ich muss da runter in die Mine, oder nicht? Scheiße. Okay. Okay, dann muss ich mal probieren, weiter zu springen. Sehr schön. Super gemacht, Lara. Jetzt müssen wir hier hoch. Was ist das? Eine Karte. Karte aktualisiert. Then show me what you got. Oh, was gibt's denn da hinten? Überlebensversteck? Aktuelles Einsatzziel. Herausforderungsgrab. Warte mal, das ist doch das Grab. Nein! Wow, wie fliegst du denn? Warte mal, das hier ist doch das Grab, oder nicht? Wird das hier das Grab sein? Das Licht geht noch. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Keine Ahnung, Uran? Eine Karte. Wandgemälde. Das ist noch eine Nebenmission. Hier gibt es echt noch viel Zeug zu holen. Also da auf jeden Fall zwei Sachen. Da ist noch eine Truhe irgendwo drin. Da ist eine Höhle, die ich noch aufdecken muss. Aber jetzt machen wir erstmal das Herausforderungsgrab. Okay, runter mit mir. So, das mache ich mal auf. Das sieht aber nicht sehr geil aus hier, diese Mine. So, halt schön den Leuchtdildo hoch. Bah, was für Wasser. Da hinten blinkt was. Ansonsten gibt's hier nichts. Bäh. Wo ist das Vieh hier drin? Was haben wir denn da vorne? Ein paar Flaschen. Ein paar Flaschen. Zum Glück habe ich immer genug Stoff dabei. Ansonsten muss ich halt mein Unterhöschen verbrennen. Wow, pass doch auf hier. Sieht entflammbar aus. Sieht es ja. Nur schade, dass ich schon angezündet habe. Hey! Boah, Lara, Lara, Lara. Nein, so wollte ich das nicht. Nochmal zurück. Und los! Fuck, 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 fuck. Ich hab doch eh gedrückt. Was für ein Einstieg. Oh Mann, da werde ich gleich nochmal zurückgehen müssen. Wo geht's dann nach unten? Hier ist ein Weg. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. So, ein bisschen Zeug. Weiß nicht, ob ich erst nach oben soll oder erst nach unten. Weil nach unten geht's ja immer.
Okay, hier kam ich her. So, dann geht's aber hier noch lang. Und nach unten geht's auch noch. Ah, das wäre der Gang gewesen, wo ich gerade war. Werde ich wahrscheinlich von hinten aufziehen müssen. Was ist das? Ach cool, das ist da oben drin. Ah, es sah nur so aus, okay. Gut, also gehen wir weiter in die tiefe Mine hinein. Immer weiter nach unten. Dafür, dass sie jetzt stillgelegt ist, ist aber ganz schön viel Licht hier drin an. Boah! Pass doch auf! Na geht doch. Bin so gut. Oh Mann, das kracht aber ganz schön. Und diese Warnhinweise mit den Totenköpfen sind auch nicht zu verachten. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Hm, die Insignien kenne ich nicht. Insignien kennt sie nicht. Versteckte Informationen finden. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Ach, okay. Besaufen wir uns einfach. Ah! Was immer sie gefunden haben, es muss da drin sein. Die rote Mine. Was haben wir da? Hat Werkzeuge versteckt. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Dankeschön. Provisorische Waffen. Hier liegt doch was. Eine Karte. Ja, ekelhafte Dämpfe anscheinend. Hier haben wir aber ein kleines Feuerchen. Nice, eine neue Fähigkeit. Was haben wir denn da? Stellen Sie aus roten Benzinkanistern und Bomben aus feindlichen Funkgeräten Annäherungsminen her. Ich mach das jetzt einfach mal. Brandbomben. Stellen Sie aus gefundenen und bei gefallenen Feinden erbeuteten Funkgeräten Annäherungsminen her. Eine geworfene Funkannäherungsmine lockt Feinde in die Nähe und explodiert, sobald sich diese nähern. Okay. Noch was? Ein Waffenupgrade? Komm, machen wir mal fürs Gewehr. Sturmgewehr. Verbesserter Rückstoß. Schnelleres Nachladen ist immer gut. Mehr Schüsse. Machen wir das und das. Immer schön Material ausgeben. Dann kann ich auch wieder mehr aufheben. Wow, Lara, Lara, Lara. Was machst du da? Ich muss das Wasser ausschalten. Sonst bringt mir das hier nichts.
Das Wasser ausschalten. Ich muss erstmal da hochgehen. Oh Mann, ich hab... Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Ja, ich würde gerne auch Bomben bauen können. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja, dafür muss ich aber da hoch. Lass mich erstmal hier hinten gucken. Hier ist auf jeden Fall noch ein Schrank und noch was zum Vorlesen. So, ich muss einen Weg hineinfinden. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zum Meer führen. Okay, die haben also hier was gefunden, und zwar jede Menge alten Kram. Gut, ich sehe schon, worauf das hier hinausläuft, Leute. Und zwar einmal hier drauf. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. So, ja. Das verstehe ich schon. Da oben habe ich doch was gesehen. Und zwar was Russisches. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Ah, noch ein oder zwei russische Sachen. Daran kann ich nicht ziehen. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Wo ist denn hier das andere Seil? Diese Förderwagen, ja, die könnten das Wasser stoppen. Aber womit bediene ich die? Da ist ein Förderwagen. Und hier ist so ein Seil-Dingsbums. Und das hängt an dem Wasserteil. Da liegt noch was. Aber das Wasser... Ich müsste das irgendwo dran ziehen, damit das... Wisst ihr, damit das Rohr einfach kaputt geht. Und das Wasser woanders rausläuft. Dann kann ich unten das Ding abfackeln. Und dann müsste ich doch da durchkommen, oder nicht? Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Okay, ich gehe nochmal da runter. So, genau hier hin. Soll ich da dran springen? Die könnten das Wasser stoppen. Ich spring einfach mal da dran. Okay, mache ich nicht nochmal. Ach du Scheiße, bis wohin fällt die denn da unten? Ach ey. Man kann ja doch da dran springen. Ah. Ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Das Wasser muss sich irgendwie stocken lassen. Jetzt muss ich hier alles wieder erneut einsammeln, oder was? Nee. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen.
Ja, der da hinten steht. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Aber wo ist denn der Apparillo dafür? Wisst ihr, was ich meine? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss jetzt echt alles neu looten, glaube ich. Da ist es. So, na, ich muss einen Weg hineinfinden. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich weiß ja. Was ist denn, wenn ich hier nochmal dran springe? Und dann hier runter. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Der Wagen ist da oben. Hier muss doch irgendwo einen Knopf oder Schalter oder sowas geben. Das Wasser muss ich irgendwie stoppen lassen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ach du Scheiße! Ich dachte, jetzt segel ich da runter. Dann probier's doch nochmal da oben lang. Mit dieser Seilwinde, wo ich gerade eben war. Wisst ihr noch? Also hier ist so ein Seildings. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Aber von hier ist kein Seilteil zu sehen. Der Wagen steht da hinten drin. Der Wagen stand da hinten drin. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, ich weiß ja. Du musst das nicht jedes Mal sagen, wenn ich hier... Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Wie das drücke. Nein. Fuck! Oh, Lara! Gut, ich überziehe diese Folge wieder. Ich werde das hier... Das ist nämlich meine letzte Folge und ich will das auf jeden Fall hier noch schaffen. Alter! Was tut sie? Einen anderen Wagen frei bekommen. Ich will doch nur da an das scheiß Wasser ran. Ich bin ein bisschen blöd. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich kann ja nicht da außen rumklettern, oder? Da ist dieses Seildings. Ah! Da ist doch der andere Wagen. Mann. Sowas Dummes aber auch. Ich habe eine Idee. Glaube ich, dass ich eine Idee habe. Wenn ich jetzt hier hochgehe und den Wagen hier rausziehe, bis er da liegt. So. Und dann von hier da hochgehe. An das andere Seildings und den Wagen dann da festbinde. Also von hier. Das da.
und dann das Ding herunter mache. So, dann hält der Wagen doch daran fest. Jetzt ein Feuerchen. Und dann hier die Flasche nehmen, die anzünden, auf das nasse Stoffzeug werfen, es abfackeln lassen und dann da reinspringen und dann alles plündern, was hier drin ist. Heiliger Crack-Junk, ey. Gibt's hier nichts mehr? Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist echt ekelhaft hier drin. So, da ist das Buch. Den Schrank habe ich ja eigentlich schon 5-mal leer gemacht, aber da waren ja noch Sachen drin. So, jetzt will ich aber was Geiles dafür haben hier, für die Scheiße. Mein Gott! Da brennt mir der Kopf. Es sieht aus wie immer. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen! Wache Augen. Beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. So eine Scheiße. Offenbar haben sie das Ding herausgezerrt. So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. So, ein bisschen Gold muss sein. Eifriger Lerner. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas übersehen in dem Ding? Sieht nicht so aus. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Ja, das will ich aber auch meinen. Weil den ganzen Weg zurücklaufen. Meinen, ha. Bisschen wie mein. Wie Minecraft oder so. Okay, dann klettern. Hüpf. Ah, Leuchtdildo. Schon besser. Walljump. Hier ist nichts. Alles klar. Ich glaube ja, Lara Croft ist auch ein Assassine. Mit diesem Adlerblick. Und ziehen! Oh. Nice! Ah, hier geht's wieder raus. Ich dachte, jetzt könnte ich trotzdem irgendwie Sprengstoff bauen. Weil ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich die Höhle da unten wieder kaputt krieg. Also den Eingang von der Höhle. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mir noch was einfallen lassen. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Kriegt man schon irgendwie hin. Nur ich weiß nicht, wie ich hier an Sprengstoff kommen soll. Ah, ich muss klettern wahrscheinlich. Nee, da hinten muss ich hoch. Alles klar. Komm, dann gehen wir noch dahin. Upsa. Einmal da hoch, einmal da hoch. Nice. Was ist du? Ah, da ist noch ein bisschen von dem Erz. Das lasse ich doch nicht hier alleine verrotten. Zack. Danke. So. Da war nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Gehen wir wieder zurück. Raus aus der Scheißmine hier. Ist echt ekelhaft. Oh, Tageslicht. Die schöne Sowjetanlage. So, einmal hier hoch. Man muss doch hier auch irgendwie nach unten kommen. Moment, Moment, Moment. Ich will noch was ausprobieren, bevor die Folge hier zu Ende ist. Oh Mann.
Sind sogar gekreuzigt worden, die Kerle da. Und zwar will ich einmal hier rüber rutschen. Nice. Nicer Ausblick hier. Krasser Berg. Hier haben wir eine Kiste. Hier kam ich her. Wow, 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 wow. Pass auf. So, einmal klettern wir hier hoch. Und sammeln ein paar Federn ein. Und ein bisschen von dieser Dose hier. Fuck! Oh, das hat weh getan. Alter, das hat, ist ja richtig aufgeschlagen. Okay, wir probieren es nochmal. Ich will das jetzt hier schaffen. Weil da kann ich nämlich da hinten runterrutschen. Aber warte mal, da muss ich doch eigentlich hin. Da muss ich doch eigentlich auch hin, oder nicht? Nee, ich muss hier weiter. Ich muss da hin. Ich muss nicht da runter. Warum ist das hier gekennzeichnet? Ich muss erstmal wieder auf die andere Seite. Komm, dann gehen wir mal oben dran. Dann probiere ich nochmal auf das Seil zu springen. Und dann da runter zu rutschen. So. Dann noch einmal das nächste Rohr hoch. An die Leiter. So, dann. Oh. Sie klebt an der Wand wie Spider-Girl. Schaffst du's? Oder. Ah, danke. Ja. Zeug. Was ist das für eine Kiste da? Munition habe ich voll. Tolle Munitionskiste. Aber keine Spur weit und breit von Sprengstoff. Bestimmt ist da irgendwas drin. Lass mich noch mal kurz den Höhleneingang gucken. Sprengladungen. Ich brauche richtige Sprengladungen. Da ist doch was. Truhe. Wo ist denn diese Truhe? Da unten drin. Wie komme ich in das Haus? Da oben. Da oben steht die Truhe. Nur wie ich komme da zur Truhe? Ich nix weiß. Ich nix weiß. Irgendwie von außen? Irgendwie ein Loch im Dach? Vielleicht ist da ein Loch im Dach irgendwo. Nee, da rutscht man sofort wieder runter. Wie kommt man zu der Truhe da hoch? Oh, Leute, die Folge geht schon wieder über eine halbe Stunde.
Nein, Lara! Da! Muss von da oben reinrutschen. Okay, gut, das machen wir in der nächsten Folge. Ich suche noch gerade das Teil ganz hinten. Also das hier. Und dann komme ich zu der Truhe da vorne hin. Und an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss. Hier muss es irgendwo sein. Da. Jetzt ist da Sprengstoff drin, pass auf. Nee. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, stellen wir uns mal da hinten hin. Gehen wir einmal hier vorbei. Ich muss da oben das Dings runterrutschen. Oder soll ich das gerade noch machen? Im Prinzip ist es ja nicht weit. Komm, wir machen das noch. Dann können wir in der nächsten Folge uns darauf konzentrieren, endlich da weiterzukommen. Nachdem dann hier die ganze Zeit aufgehalten wird. Aber Lara kriegt das schon hin. Es ist halt ein Spiel, da gibt es so viel zu entdecken, so viel zu, ja, auszukundschaften und solche Dinge. Wow, ich bin oben. Wisst ihr, kommt man doch schnell zur Kiste. Kiste, erstmal den Schrank öffnen. Immer das Beste zum Schluss. Ein paar Materialien. Ein Schachbrett. Und auf damit. Und? MP-Komponente. 2 von 4. Guck mal, was haben wir denn da? Warte mal. Gut, das bringt nichts. Wir brauchen also richtigen Sprengstoff. So richtig, richtigen Sprengstoff. Wo auch immer man den herbekommen soll. Was haben wir denn hier drin? Der Urbaner-Orden, eine weitere hohe Auszeichnung. Dieser Orden wurde aber absichtlich verunstaltet. Vielleicht ist der Besitzer in Ungnade gefallen. In Ungnade gefallen? Was ist mit dir? Also, bevor ich keinen richtigen Sprengstoff bauen kann, werden wir nicht in diese Hülle da reinkommen können. Was ist denn, wenn ich das da abfackel? Verbrennen sie alle Kosmonauten-Dinger da. 1 von 7. Hier gibt's aber keine Flaschen mehr. Ja, da werde ich den Feuerpfeil für brauchen. Aber mit den Flaschen, das dauert ja ewig. Gut, an dieser Stelle speichere ich das Spiel. Warte, komm, wir holen uns noch den Kompositbogen oder den Compoundbogen. Und dann speichere ich das Ding und dann ist auch zu Ende. Hätte ich auch noch 2 Folgen draus machen können aus dieser einen hier. Aber egal, manche Folgen sind lang, manche sind kurz. Wer alles sehen möchte, der darf sich natürlich auch alles reinziehen. Bögen. Compoundbogen. Zielgeschwindigkeit ist... was hat denn der hier? Diese Waffe ist kein Zubehör verfügbar. Ausgerüstet. Sehr fett. Nicer Bogen, meine Freunde. Das ist ja nice, dass man die hier so herstellen kann. Guck mal. Faden. Was haben wir hier? Haben wir nur eine? Halbautomatische Pistole. Schnelle Feuergeschwindigkeit.
Mattschwarze halbautomatische schwere Pistole mit einer Einlegearbeit aus Elfenbein im Griff. Das klingt doch viel geiler. So, den Grabflüstern. Habe ich erst einen Teil? Der Curve-Bogen ist meiner und jetzt habe ich den Compound-Bogen, meine Freunde. Sieht das nicht geil aus? Wir können aber noch was weiterentwickeln und zwar an der Waffe. Das Abheben des Laufs. Ich würde eher sagen, schnelleres Nachladen. Gefällt mir besser. Nice, Lara, nice. Geiles Lütchen. So. Wir speichern das Ding und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, wie viel Prozent wir jetzt haben. 26. Gut. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Stay Pam, ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.